So, grüßt euch, servus, ich bin's der Sepp. So, ich bin unterwegs in die Fränkische Schweiz. Ich habe vor, dass ich da zum Höhenglücksteig gehe und bei dem Klettersteig mich jetzt ein paar Stunden austoben werde. Anschließend werde ich dann zum Feldener Forst fahren und da dann eine 3-Tagestour unternehmen. Also das heißt 2 Übernachtungen. Und ich habe jetzt noch ungefähr 150 Kilometer zum Fahren. Und wenn ich oben bin, dann melde ich mich wieder. Also, bis gleich. Servus. So, jetzt bin ich auch gekommen in der Fränkischen Schweiz. Bin auch vom Parkplatz schon raufgelaufen in den Klettersteig. Ich habe das Glück gehabt, dass ich jemanden gefunden habe, der wo auch gerade losgegangen ist, der wo dann den Weg gewusst hat. Und das war für mich der Vorteil, dass ich mich nicht verlaufen habe, sondern gleich direkt an den Klettersteig gekommen sein. Durch das, dass natürlich heute super schönes Wetter ist, ist natürlich sehr viel los. Und ich werde wahrscheinlich im Klettersteig nicht zu viel filmen können. Aber wenn es geht, werde ich schon ein paar Aufnahmen zusammenbringen. Ja gut, jetzt muss ich mein Klettergerüst anziehen und dann würde ich sagen, packen wir es. So, Leute, das war jetzt der erste Einstieg. Der hat es jetzt schon in sich gehabt, da habe ich jetzt leider nicht filmen können, weil zu viele Leute da waren. Aber ich zeige jetzt einmal, wo ich raufgekommen bin. So, da geht es jetzt weiter. Das schaut jetzt ein bisschen zum Ausrasten aus. So, das ist der Klettersteig jetzt da. So eine Seitwärtsbewegung hat man da machen müssen. Mal ein bisschen die Aussicht genießen jetzt da. So, da geht's weiter. Ich meine, jetzt kommt das so schnell, kann ich jetzt da fangen. Ja. So, jetzt bin ich das erste Teilstück raufgegangen. Ist nicht ganz einfach, also teilweise leicht, aber ist schon anspruchsvoll. Und manchmal muss man sich aber wundern, da gehen Familien rauf mit Kindern. Vor mir war jetzt in dieser Wittmann-Schikane oder wie das heißt, also ein schwieriges Teilstück mit Überhang, ist nicht leicht zu klettern. Das Kind war vielleicht 11, 12 Jahre alt und haben es da rauflaufen lassen. Also die Schikane, die kann man ganz bequem umgehen. Also man muss da alles mitnehmen. Und das Kind war jetzt dann, man hat es jetzt zu dritt retten müssen auf gut Deutsch. Weil schon zwei, das Kind war schon am Weinen, so drin hängt. Aber manche Leute meinen, ihre Kinder müssen alles schaffen. Aber so ist es halt. So. Dort müssen wir ein bisschen Aussicht genießen. So. Ziemlich weit oben. Das ist jetzt meine Aussicht. So, Höhenglücksteig, Ziel erreicht. Alle Passagen durch. So, und jetzt werde ich mir noch so eine Sehenswürdigkeit da anschauen, hat zu mir einer gesagt. So eine kleine Höhle. Und dann geht es wieder zum Auto und dann zum Feldener Forst. Bis gleich.
glaube, das schaut gut aus. So, das war jetzt nochmal kleine Passagen vom Norrissteig. Da wo ich jetzt beim Zurückgehen noch einen Klettersteig gesehen habe, der ist auch ganz okay. Und von dem Gipfel aus fühle ich mich jetzt gerade. Also, ich werde jetzt dann absteigen und dann mit dem Auto muss ich noch ungefähr 30 Kilometer fahren zum Feldener Forst. Da sehen wir uns dann wieder. Also bis gleich, servus. So, jetzt bin ich am Rückweg zu meinem Auto. Mein Fazit zu dem Höhenglücksteig, muss ich sagen, super gut, einwandfrei, macht total viel Spaß. Man hat für jeden was dabei, für Anfänger, für Fortgeschrittene. Also es sind einfache Passagen, es sind richtig schwierige Passagen. Das Schwierigste ist, glaube ich, hat sie mir noch gesagt, zwischen D und E, so eine Passage. Und die ist natürlich schon mit viel Technik und Kondition zum Klettern. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist für jeden was dabei. Macht total viel Spaß. Bei so einem super tollen Wetter, wie ich es heute habe, ist gar keine Frage nicht. Das Einzige, was man vielleicht sich überlegen sollte, dass man nicht an einem Feiertag, heute ist Vatertag, da ist natürlich unheimlich viel los. Wer es möglich machen kann, sollte vielleicht während der Woche gehen. Da ist dann bestimmt ruhiger, viel weniger, die wollen da klettern wollen, weil sie ja klar in die Arbeit gehen müssen. Und deswegen habe ich natürlich auch ziemlich wenig gefilmt. Ja, aber ansonsten sehr, sehr empfehlenswert. Wer Lust hat auf Klettern, sollte es unbedingt einmal machen da. Höhenglücksteig in der Fränkischen Schweiz. Bis gleich. Eine ganze Horde Mistkäfer. Könnte ein Vatertagsausflug sein. Sitzen zwei Mistkäfer auf einer Wildschweinkacke drauf, sagt der eine Mistkäfer zum anderen, du, ich wüsste einen guten Witz. Und dann sagt der andere Mistkäfer, aber bitte keinen ekligen, ich bin gerade am Essen. So, jetzt habe ich mein Auto abgestellt am Feldner Forst, am Kühlkopfparkplatz. Und jetzt bin ich schon ein Stückchen in den Wald reingegangen und bin jetzt zum sogenannten Diebskeller gekommen. Der ist jetzt direkt hinter mir, seht ihr bestimmt. Und ich würde sagen, da gehen wir jetzt einmal ein paar Schritte rein, was das genau ist. Aha, der Diebskeller. Nicht schlecht. So Leute, jetzt habe ich so ein scheiß Pech gehabt. Jetzt habe ich mir einen Fuß verdrehen. Bin auf eine Wurzel drauf gestiegen. Ich kann fast nicht mehr laufen. Kotzt mir jetzt sowas von an. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle noch ein bisschen laufen. Auf meiner Route ist irgend so ein kleines Gewässer. Da werde ich jetzt hinlaufen. Auf alle Fälle die Nacht verbringen und dann vielleicht klappt es morgen wieder, dass ich weiterlaufen kann. Schaut jetzt zwar gar nicht so gut aus, aber probieren wir es halt einmal. Sicher dann schon. Ja, ansonsten muss ich die Tour leider abbrechen. So Leute, jetzt ist der Mist eingetreten. Ich kann fast nicht mehr auftreten. Jetzt ist zum Glück so ein älteres Pärchen vorbeigekommen. Die haben mir jetzt angeboten, dass er sein Auto holt und mich zu meinem Auto hinfährt. Ich kann nicht mehr laufen. Ich habe so Schmerzen im Fuß, wenn ich auftrete. Ich weiß nicht, was los ist. Und ich denke, wenn ich jetzt mit Gewalt noch weiterlaufe, mache ich es nicht besser. Und somit muss ich leider diese Tour abbrechen.
Jetzt habe ich so gefreut drauf, ich sage es euch. Seit Monaten freue ich mich schon drauf, dass ich diese Tour machen kann. Ich habe mir noch nie einen Fuß verknackst. Und da passiert es. So ein Mist. Ja, leider. Ja, jetzt muss ich da sitzen bleiben und warten, bis der gute Mo vorbeikommt und mich mitnimmt. Echter Mist. Tja. Naja, ich melde mich später nochmal im Auto drin wahrscheinlich. Also, Servus. So, jetzt sitze ich in meinem Auto. Jetzt haben wir zwei ältere Herrschaften bisher gefahren. Mir tut der Fuß mittlerweile so weh. Jetzt fahre ich heim. 146 Kilometer. Und dann, naja. Kann man nichts machen. Also, na, pfiat euch, Servus. Bis zum nächsten Mal.